Der Bezirksligist Polar Pinguin bekommt mit einem ganz, ganz Großen in Deutschland zu tun. Der Ü32 von den Spandauer Kickers, die wohl beste Deutschlands, munkelt man. Denn die Mannschaft ist garniert mit ganz, ganz großen Namen des Berliner Profifußballs. Unter anderem Shinedu Ede und auch Karim Benjamina. 192 Einsätze für Union Berlin, 62 Tore für den kräftigen Mittelstürmer. Rein ins Testspiel in der Winterpause. Polar Pinguin in den weiß-schwarzen Trikots. Ein bisschen Juventus-Style, muss man sagen. Und sie fingen auch richtig hochwertig an. Die erste Möglichkeit über Roman Schulze, aber Abdul Faku, der Keeper der Spandauer Kickers, hat sehen. Die Gäste hatten schwer zu tun, von Beginn an gegen ein voll motiviertes Polar zu bestehen. Die erste Chance gab es dann über den immer noch pfeilschnellen Shinedu Ede. Und dann haut den Achmetschik an den Pfosten. Mahavech hat Glück, dass er von seiner Schulter nicht ins Tor prallt. Und direkt auf der anderen Seite Polar Pinguin mit Lukas Blas und Moritz Sondermann zum 1:0 nach 21 Minuten. Die Spandauer Kickers zu langsam im Rückwärtsgang und dann spielt Polar aber auch konsequent aus. Toller Pass von Blas und Sondermann ohne Probleme. Und die Gastgeber hatten definitiv Bock auf mehr, genossen umfangreiche Feldvorteile. Das ist Blas. Kein Anspiel, Spiel läuft weiter über Flashshoot. Dann kommt die Trickkiste, Sondermann mit der Hacke auf Roman Schulze, zweite gute Chance für ihn. Und kurz vor der Pause wieder Polar, wieder im Angriff. Ball kommt in die Mitte, da ist Sondermann, der wird unfreiwillig abgelegt und die nächste gute Chance. Die Gastgeber mutmaßlich sogar ein bisschen unzufrieden mit dieser nur 0:1 Führung zur Pause. In Durchgang 2 änderte sich dann die Spielstärke von 11 gegen 11 auf 10 gegen 10. Die Kickers hatten einfach nicht genügend Spieler dabei und Polar Pinguin arrangierte sich damit. Auch das ist ganz großer Amateurfußball. Benjamina hier mit der ersten guten Chance des zweiten Durchgangs, weil die Kickers sich sehr gut an dieses 10 gegen 10 anpassen konnten. Sie hatten nun hier die deutlichen Vorteile. Das ist Jens Muhi. Dann mit der Hacke von Shinedu Ede und Gökhan Achmetschik mit dem 1:1. Hat in Berlin fast alles gesehen, was hier irgendwie Fußball spielt. Babelsberg, TB, Türkiyespor, BFC Dynamo, Viktoria. Hat ordentlich Spiele auf dem Buckel. Hier macht er den Ausgleich. Und weiter die Spandauer Kickers, jetzt deutlich besser. Ede auf Benjamina, wie einst zu guten alten Zeiten. 1:2, nur 3 Minuten später Karim Benjamina mit der Führung für die Spandauer Kickers. Es spielte nur noch Spandau, Polar Pinguin gar nicht mehr wiederzuerkennen im Gegensatz zum starken ersten Durchgang. Zollerball in den Fuß von Karim Benjamina. Aber Mohamed Mahavech, der Keeper, richtig gut drauf heute. Bis zur 83. Minute war es ein guter Tag für den Schlussmann von Polar. Dann passierte das hier, Ballannahme, zu künstlerisch. Das macht man nicht gegen einen fünfmaligen Drittligaspieler wie Ümit Erdigi. Und dann ist es Gökhan Achmetschik mit dem 3:1, mit der Entscheidung in Minute 83. Fünfmal DFB-Pokal hat Achmetschik gespielt. Gewonnen hat er dabei noch nicht, aber die Fehlerkette in diesem Angriff ist klar und schnell erkennbar. Im DFB-Pokal hat Achmetschik nicht gewonnen, dafür aber heute mit seinen Spandauer Kickers und zwar mit 3:1 gegen den Bezirksligisten Polar Pinguin. Und er zeigt damit, dass auch die etwas bezagteren Fußballer ihr Handwerk nicht verlernt haben. Die Stimmen zum Spiel. Ja, das ist ein bisschen mit dem Alter hat das was zu tun. Wir haben es ein bisschen, bei uns dauert es ein bisschen länger, bis wir reinkommen. Aber danach, wenn wir drin sind, dann läuft das immer ganz gut. Ja, für uns ist es eigentlich. Man denkt, wenn man 10 gegen 10 spielt, dass wir dann verlieren würden, denke ich mal. Ne? Weil man da mehr laufen muss und alles drum und dran. Aber wir haben das ganz gut gemacht und verdient gewonnen. Obwohl in der ersten Halbzeit Polar Pinguin auch viele Torchancen hatte. Also hast es ja auch gesehen, glaube ich, die Qualität
Also auch im hohen Alter noch sehr vorhanden, noch vor allem Shinodo Ide, auch noch top schnell, falsch schnell der Mann, ja, hat noch einen riesen Antritt. Ja. Den Jungs hat Spaß gemacht. Also wir haben in der Kabine gesagt, das als Test mitnehmen und auch gegen Ex-Bundesliga-Spieler, wir hatten schon die Möglichkeit, mal gegen die zu spielen. Ja. Polar Pinguin hatte heute die Möglichkeit und besonders in Durchgang 1 sah es gut aus. Am kommenden Sonntag startet der Tabellenführer der Bezirksliga dann in die Rückrunde gegen Hansa 07. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.